Hallo, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich und Little Eyelid, wir sind so. Und der liebe Uwe schrieb mich an und sagte: Hier, Mona, ich habe da neue Sachen. Wenn ihr die Seite kennt, wisst ihr ja, jeden Monat hat Uwe in seinem Shop Neues anzubieten und sagt: Hier, guck mal, April, Mai, Juni, such dir mal was aus. Das lasse ich mir natürlich nicht dreimal sagen. Und habe mir so ein bisschen was in den Warenkorb geschmissen, habe natürlich gesagt, hier komm, wenn es zu viel ist, dann schmeiß was raus. Aber das passte für ihn alles so. Super für mich. Und ich wollte euch das natürlich mal zeigen und euch auch noch so ein bisschen drumherum erzählen, was es noch so Schönes Neues gibt. Und wer Uwe und seinen Shop noch nicht kennt, ihr findet alles, was ich euch jetzt zeige, unten in der Infobox. Generell aber auch den Link nur zum Shop. Und er macht, ich glaube, alle 2 Wochen ein Livestream. Das verlinke ich euch auch mal. Da bastelt er dann jedes Mal live vor der Kamera eine wunderschöne Karte. Müsst ihr euch mal angucken. So, jetzt zeige ich euch, was ich so Schönes mir ausgesucht habe. Ich fange mal an mit den Stempeln von Crafts Emotion Blumen. Blumen gehen ja immer, wisst ihr. Und die sind schon wunderschön koloriert, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das sind Lilien. Bitte haut mich nicht, ich glaube schon. Ihr wisst ja, ich und ein grüner Daumen, der nicht vorhanden ist. Ich glaube ja, ich glaube, das sind Lilien. Und sind Klarsichtstempel, ihr seht ja, ne, haben auch eine schöne Größe. Also, das ist quasi wieder so wie mein Spruch: einmal stempeln, ausmalen und schon Spruch drauf und schon ist eine Karte fertig. Ich werde recht haben, weil das wird bestimmt Lilie heißen. Aha, und ich habe nicht vorher geguckt. Schön, wunderschön. Dann habe ich mir noch ein Set ausgesucht. Oh, ich lege das mal hier so hin. Ich habe keine Schmetterlinge, ist mir aufgefallen. Oder ich habe sie nicht gefunden, aber ich dachte mir, dann wäre das Set ja eigentlich perfekt. Zumal auch eine Libelle drauf ist. Also Schmetterlinge und Blumen, ne? Das ist ja, das gehört zusammen. Doch, ich habe Schmetterlinge. Doch, doch, doch. Aber nicht in dieser Form, ne? Also so quasi. Und die fand ich so schön. Und könnt ihr mir mal sagen, wie dieser heißt? Heißt der nicht Admiral? Also, wo ich das umgedreht habe, dachte ich mir, der heißt doch Admiral. Das war so mein erster Gedanke. Sagt mir mal, ob ich recht habe. Auch wieder von Crafts Emotion. Aber wie gesagt, ich packe euch alles unten in die Infobox. Da findet ihr dann gleich hin. So, und dann habe ich ja gesagt, ich brauche mehr Schablonen. Und ich habe auch erzählt, ich brauche unbedingt mal eine Schablone mit Steinen, Mauer, also sowas in der Art. Und guckt mal, es ist zwar jetzt keine Mauer, aber es ist sowas in der Art. Und das habe ich ja schon länger gesucht. Und ich finde es cool, das sehe ich jetzt erst, dass hier ein Rand ist. Guckt mal, hier ist ein Wellenrand. Das habe ich gar nicht gesehen. Den kann ich ja quasi dann einzeln nutzen. Aha. Ja, man sollte mal richtig gucken. Mona wieder. Aber ihr seht schon, ne? Das ist 6x6 Schablone, also 15x15. Mit dem lässt sich ja mal gut arbeiten. Sehr, sehr cool. Habe ich endlich auch mal sowas. Aber ich denke, das war bestimmt nicht die letzte. Ihr kennt mich ja. Und ich konnte ja nicht nur eine Schablone nehmen. Nein, weil er hat ja viele schöne. Und da ist die Auswahl dann, ja. Guckt mal. Das fand ich so cool. Da hatte ich gleich eine Karte vor Augen mit so Unterwasser-Meeresgetier. Für eine Karte wird es ein bisschen eng, fällt mir gerade auf, weil es doch ein bisschen größer ist. Also ist auch wieder, ne, 15 mal 15. Für die Karte könnte ich dann wahrscheinlich die kleine Qualle nehmen. Obwohl die große Qualle dann auf eine größere längliche Karte würde auch gehen. Aber beide wäre wahrscheinlich zu viel. Das ist dann wahrscheinlich eher für so Alben, Scrapbooking geeignet. Ist jeweils dieselbe Firma, aber eine andere Designerin. Die haben da mehrere Designerinnen, so wie es aussieht. Aha, okay. Das auch mal gut zu wissen. So, weil zwei ja allein auch nicht gern allein reisen, obwohl ja noch andere Sachen mit dabei war. Egal. Habe ich mir noch eine ausgesucht. Eine schöne große Blume. Manchmal sitze ich da und denke mir so, du möchtest jetzt eine Karte machen, wo am besten eine große Blume ist und wo du dann noch drumherum irgendwas setzen kannst. Habe ich nicht. Eine wirklich große Blume, die eigentlich das ganze Blatt ausfüllt, habe ich nicht. Jetzt habe ich eine. Ist zwar auch für eine Karte vielleicht etwas groß, aber warum nicht mal große Karten verschicken? Meine Güte, dann muss man sich halt mal den Briefumschlag selber basteln. Und ich habe ja so immer meine Standardmaße, ne? Wisst ihr ja. Vielleicht mal ein bisschen raus aus der Komfortzone gehen. Mal so ein bisschen, ne? Ich finde die sehr, sehr schön. Die ist wirklich schön. Und da wüsste ich jetzt nicht, was das für eine ist. Na, ich und grüner Daumen.
Hier steht's aber auch. Doch, Hibiskus. Ha, als hätte ich es gewusst. Nee, habe ich nicht gewusst. Da hau die Stimme ab. Nein, habe ich nicht gewusst. Das ist dieselbe Designerin. Aha. Schau an. Hibiskus ist das also. Sehr, sehr schön. Was darf natürlich nicht fehlen? Nuvos, ja, nee, Nuvos sind diesmal nicht mit dabei. Aber Embossingpulver. Ja, ich habe mir mal so ein Dreier-Set hier ausgesucht. Nennt sich, ich spreche das jetzt nicht aus. Also von Wow Trios sind das. Metall. Ich sage jetzt mal Metall. Three Beautiful Embossing Powders. Ja, gut. Das da. Seth Ebda. Meine Güte, wie wird denn das ausgesprochen? Google macht es möglich. Mache ich jetzt nicht an. Seth Ebda. Und ich fand die so schön. Die waren auf der Seite abgebildet. Das ist einmal Platin, Gold und Kupfer. Aber so in einer gewissen Variante, also halt metallisch, aber ja, oh mein Gott, ich zeig's euch. Hab mir nämlich extra schon was parat gelegt, damit ich euch das zeigen kann. Aber bevor ich hier mich um Kopf und Kragen rede, ist es wahrscheinlich wirklich einfacher, wenn ich euch das mal kurz stempel, na, stempel und mal embosse. So, ich hoffe, ich kann euch das jetzt gut zeigen. Ihr seht eine Kupfer, Silber und Gold. Und da sind Schwarzanteile mit drin, was das alles so ein bisschen, ja, wie Metall aussehen lässt, aber halt wie gebrauchtes Metall. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So fast wie Vintage so ein bisschen. Ich hoffe, man versteht, wie ich das sagen will. Manchmal in der Kamera sieht es ja ein bisschen anders aus, aber ich finde das so schön. Ich finde das wirklich toll. Also ja. Vielleicht guckt euch das mal auf der Produktseite an. Da sieht man das auch nochmal. Ja, mit Schwarzanteil mit drin ist schon gut erklärt. Ich hoffe, es blendet euch nicht, sondern ihr könnt das gut sehen. Jo. So, mal so kurz zwischendurch. Falls ihr eine Aufbewahrung braucht für eure Distress-Oxide, na, also für eure Stempelkissen. Der liebe Uwe hat jetzt solche Dosen. Sind das, kann man das Dosen nennen? Ich glaube ja. Oder nennen wir es Boxen, ne? Dose oder Box, sowas. Versuche euch mal hier ein paar Bilder einzublenden. Und dort passen 15 Stempelkissen rein. Das ist eine ganze Menge. Und dann sind die einfach schön aufgeräumt, weil ihr habt ja mal meine Aufbewahrung gesehen. Das ist auch nicht so ideal. Also es persönlich nervt es mich ein bisschen, weil ich ja jedes Mal jedes einzelne durchgucken muss, weil die ja übereinander stehen. Und in dieser Dose, Box, egal, sind die schön aufgeräumt. Die stehen alle so drin. Könnte man sich dann sogar hier noch beschriften und dann ist das schön aufgeräumt und man hat nicht diese Fuddelei wie ich. Ja, packe ich euch unten in die Infobox und ich werde mir ein, zwei bestimmt auch zulegen. Wie habe ich denn? 6, 12, 18? Ja, ich bräuchte zwei davon. Die finde ich wirklich klasse. Ja, finde ich wirklich stark. Ist eine schöne Aufbewahrung. Und sieht auch gut aus. Und würde sich in meinem Regal bestimmt besser machen, weil meine komische Plastikkiste hier ragt ja so ein bisschen raus. Das stört mich auch. Nee. Ja, schaut es euch mal an. So, das Beste zum Schluss. Also, es ist alles schön. Aber darüber habe ich mich besonders gefreut. Ich weiß nicht, ich finde das so schön. Ich finde das so schön. Das ist auch schon eine Karte, oder? Wenn man das so, wie es ist, ausstanzt, es sind Stanzen, ne? Ausstanzt, auf eine Karte packt und einen Spruch rein. Vielleicht können noch was reinstempeln, wenn man möchte, aber sonst, das ist schon eine Karte wert. Also, ich finde das wirklich, wirklich schön. Ihr seht, hier oben könnt ihr gut sehen, das finde ich gut bei Sizzix, was alles drin ist. Ne? Einmal diese dünnen Rahmen quasi, wie ihr hier seht, und die Blümchen dazu. Also alles, was hier vorne abgebildet ist, ist auch drin. So. Ich kann euch das ja nochmal aufmachen. So, geknister mal weg. Da. Das ist alles drin. Das sind wirklich diese ganz dünnen Rahmen in diesen drei Größen bzw. Formen und dann die Blumen und die Blätter. Sehr, sehr schön. Hier sind sogar die Blütenstempel drin. Das ist Wahnsinn. Kleine Punkte. Mini-Punkte. Die sind ja wirklich. Ihr seht ja meinen Finger daneben. Also die sind ja wirklich sowas von klein. Wenn man da einmal niest, die sind weg. So, so, so schön. Ich finde die wirklich ganz, ganz zauberhaft. Wirklich toll. So, ihr Lieben,
das war's. War eine ganze Menge. Und schaut gern mal bei Uwe vorbei. Wie gesagt, alles steht unten. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen oder direkt an Uwe, wenn ihr an ihn Fragen habt, selbstverständlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!